Wir sind zum einen ein Haus, das den Versorgungsauftrag hat für die Notfallversorgung der Region. Andererseits aber Universitätsklinikum, das heißt, wir haben einfach eine große Bandbreite an Erkrankungen. Ich als Oberarzt bin hier ständig präsent in der Notaufnahme und arbeite auch immer Hand in Hand mit den Assistenten, sodass wir wirklich mit kurzen Wegen und interdisziplinär relativ schnell den schwerkranken Patienten hier behandeln können. Wir sind ein gutes Team. Der Geist, der bei uns herrscht, ist schon die Kollegialität, auch die enge Zusammenarbeit mit den Ärzten, das trägt uns. Also was mich immer wieder freut, ist, wenn ich von Patientinnen eine Rückmeldung bekomme, dass sie die Sorge hatten, sie kommen hierher in ein Universitätsklinikum und sie sind nur eine Nummer. Und sie dann berichten, dass man persönlich auf ihre Ängste und auch medizinischen Probleme eingegangen ist. Auch vom Feedback der Eltern. Die kommen wieder mit ihren Kindern, die gesund geworden sind und spiegeln dann so wieder, dass die Arbeit, die man hier tut, sinnvoll ist. Ich bin deshalb gerne hier in der UMM, weil mich sehr begeistert, dass wir es geschafft haben, das professionelle Zusammenwirken der verschiedenen Disziplinen einer universitären Hochleistungsmedizin mit menschlicher Zuwendung für jeden einzelnen Patienten und jede einzelne Patientin zu kombinieren. Darüber hinausgehend muss man sich vergegenwärtigen, dass hier am Standort Chemiker, Physiker, Radiochemiker, Biologen, Biotechnologen und viele andere Berufsgruppen Hand in Hand mit den Medizinern zusammenarbeiten zum Wohle des Patienten. Und wir können somit ganz zielgerichtet auf den Patienten zugeschnitten neue Technologien entwickeln und dann auch anwenden. Die Universitätsmedizin Mannheim ist ein attraktiver Arbeitgeber. Das universitäre Spektrum bietet nicht nur für die Ausbildung, sondern auch für die berufliche Weiterbildung sehr gute Perspektiven. Die Universitätsmedizin Mannheim ist unverzichtbarer Baustein für die Gesundheitsversorgung in der Metropolregion Rhein-Neckar und medizinisches Innovationszentrum. Sie wird ein universitäres Krankenhaus sein, was sich um die Menschen kümmert und diese in den Mittelpunkt stellt, im Interesse der Patienten, Forschung, Lehre und Krankenversorgung.